ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar drehe ich das Video für euch, um euch einfach mal zu erzählen, warum hauptsächlich in den letzten 2 Jahren nicht wirklich neue Videos kamen, online gegangen sind, wie auch immer. Das war von mir eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Ich würde sagen, das war irgendwie so ein schleichender Prozess und irgendwie, ja, ist es dann einfach so dazu gekommen. Ich würde mal sagen, einer der Hauptgründe war die Uni. Ich hatte nur noch meine letzten 2 Semester Uni und musste dann noch wirklich viel erledigen, viele Hausarbeiten schreiben und oft in die Uni und musste noch meine ganzen hunderte Praktikumsstunden erledigen und habe deshalb halt dann auch viel gearbeitet, beziehungsweise Praktikum gemacht und nebenbei dann noch gearbeitet und war beim Pferd und habe meinen Freund und habe Freunde und ich habe Freunde. also auf jeden Fall war halt einfach irgendwie ziemlich viel los und dann war es halt oft irgendwie abends so, dass ich dann heimkam und war einfach nur platt und habe mich auf die Couch gelegt oder keine Ahnung, irgendwie war so die Motivation nicht mehr da, Videos zu drehen. Das haben ja auch viele gefragt, warum ich nicht mehr wirklich aufs Turnier gehe. Das hat auch mehrere Gründe. Zum einen hatte mein Springtrainer vor 2 Jahren und ein paar Monaten einen Unfall und gibt seit da keinen Unterricht mehr, weil es ihm halt immer noch nicht wieder richtig gut geht, leider. Und ich habe einfach dann auch die letzten 2 Jahre keine Springstunde gehabt, weil ich keinen anderen Trainer irgendwie gefunden habe. Und ich bin halt irgendwie der Meinung, man kommt durch ein E oder durch ein A springen, kommt man auch ganz gut ohne Training. Aber wenn es halt höher wird, in einem L oder M springen, muss man halt irgendwie schon ein bisschen im Training stehen. Und mir hilft es halt auch immer sehr, wenn ich dann jemanden an der Hand habe, der mir halt mal sagt, ja, wie ich halt richtig springen soll. Das hört sich jetzt blöd an, aber ja, dafür hat man ja auch einfach Springstunde. Und ich bin vorher ja auch erst ein halbes Jahr bei ihm geritten und muss sagen, dass ich in dem halben Jahr schon so viele Aha-Effekte hatte und so viele Lerneffekte und so viel dazugelernt habe, wie in den letzten Jahren vorher nicht. Und deshalb wollte ich es mir auch nicht in Anführungszeichen irgendwie kaputt machen und dann wieder aufs Turnier fahren und mir das, was wir eigentlich die letzten Turniere vorher gelernt hatten, wie gesagt, wieder kaputt machen und wieder in diesen alten Rhythmus einfach verfallen und die alten Gewohnheiten und habe halt gedacht, ja, ich warte halt, bis er wieder gesund ist, weil das hat sich halt leider ziemlich hingezogen und dann hatte ich doch mal überlegt, ob ich doch noch ein paar Springen auf dem Turnier reite, hatte genannt und dann war aber das Wetter schlecht oder es war irgendwas, also irgendwie kam immer irgendwas dazwischen. Und letztes Jahr habe ich dann auch überlegt, fährst du aufs Turnier, fährst nicht aufs Turnier und dann habe ich gedacht, komm, ein paar A-Springen, um wieder reinzukommen, überhaupt mal wieder aufs Turnier zu fahren. Aber irgendwie kam dann auch immer wieder was dazwischen und dann habe ich es irgendwie dann einfach gelassen und irgendwie war meine Motivation auch nicht so groß. Für dieses Jahr, obwohl das ja jetzt auch schon wieder halb rum ist, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, wieder aufs Turnier zu fahren und das wird bestimmt am Anfang auch gar nicht so einfach sein, weil uns halt jetzt mittlerweile auch die Routine fehlt. Und ja, aber von nichts kommt nichts, Übung macht den Meister und deshalb werden wir es einfach wieder mal versuchen, vielleicht irgendwann Ende Juni und dann einfach mal schauen. Was auch noch ein Grund ist, weswegen ich wenig Videos hochgeladen habe, ist, dass ich halt einfach niemanden zum Filmen hatte. Also wie wahrscheinlich die meisten wissen, braucht man, um Videos zu drehen, auch jemanden, der hinter der Kamera steht und nicht nur denjenigen, der gefilmt wird. Und meine Mama hatte halt irgendwie auch leider nicht mehr so viel Zeit und dann hatte halt niemanden, der mit mir in den Stall gekommen ist. Und auch wenn viele immer denken, deine Mama ist doch immer mit im Stall, die macht doch alles, so ist es halt nicht. Meine Mama ist halt oft mit im Stall, wenn wir filmen und deshalb ist sie dann auch auf den Videos nur drauf. Aber zu 99% bin ich alleine im Stall und mache einen Espresso alleine und reite alleine und mache alleine fertig. Und ja, man braucht halt auch immer jemanden, der filmt und fotografiert. Und da hatte ich halt dann wieder leider irgendwie auch keinen. Dann war das letzte Jahr auch irgendwie eh so ein bisschen chaotisch, weil meine Mama ein Haus baut und dann bin ich halt, ja, wie meine Mama auch, von zu Hause ausgezogen und ich wohne jetzt seit einem Jahr bei meiner Oma vorübergehend, bis das neue Haus fertig ist und meine Mama ist woanders hingezogen, in eine kleinere Wohnung mit den Hunden und meinem Bruder und so, aber die wäre zu klein gewesen für uns alle, deshalb wohne ich halt im Moment bei meiner Oma und ja, deshalb konnte sie halt jetzt im letzten Jahr auch noch weniger mit ins Stall kommen, weil das dann immer eine Riesenfahrerei ist, weil da, wo sie gerade wohnt, bis zum Stall, das ist über eine halbe Stunde Fahrt und dann, ja, irgendwie ist es dann immer so eine Gurkerei und ergibt sich irgendwie nicht so häufig, was ich natürlich sehr schade finde, aber ja.
ich hoffe, dass sich das dann ab dem Sommer auch wieder ändert, wenn das Haus dann endlich fertig ist. Dann wird sie mit Sicherheit auch wieder öfter mit in den Stall kommen. Dann wird es bestimmt auch wieder öfter Videos von uns geben. Wie wahrscheinlich auch viele mitbekommen haben, bin ich in den letzten 2 Jahren mit meinem Freund auch ziemlich viel gereist. Wir waren ja in Sri Lanka relativ lange, dieses Jahr jetzt lange in Costa Rica, Nicaragua und Panama und haben auch noch so ein paar kürzere Trips gemacht nach Irland und nach London. Und irgendwie hat mich so ein bisschen das Reisefieber gepackt und ich wollte halt jetzt die Zeit zwischen dem Studium auch nochmal ausnutzen, um ja zu reisen. Ach so, was ich vergessen habe zum Studium zu sagen, ich habe dann auch noch meine Bachelorarbeit geschrieben, was mich auch noch ziemlich viel Zeit gekostet hat und ja meinen kompletten Kopf in Anspruch genommen hat, weswegen ich in der Zeit dann auch wieder keine Videos gedreht habe. Und nachdem ich letztes Jahr dann mein Bachelorstudium abgeschlossen habe, habe ich direkt mit dem Master weitergemacht, also ich studiere jetzt immer noch, bin aber jetzt mittlerweile auch schon wieder im 3. Semester und schreibe dann im nächsten Semester, also ab Oktober, meine Masterarbeit und bin dann danach fertig. Ja, also irgendwie waren es halt einfach viele Sachen, die zusammengekommen sind. Die Uni, das viele Reisen, der vorübergehende Umzug und kein Springtrainer. Und ja, irgendwie war die Motivation dann auch weg. Aber ich habe halt einfach auch gemerkt, wie sehr ich YouTube und die Videos und so vermisse. Und habe jetzt auch gemerkt, jetzt wo ich die letzten 3 Videos wieder geschnitten habe, dass mir das doch ziemlich viel Spaß macht und dass ich es, wie gesagt, ziemlich vermisse. Und deshalb will ich da jetzt auf jeden Fall wieder hinterher sein und wieder mehr Videos drehen. Und ja, also an dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr Videoideen habt, gerne her damit. Ich bin nämlich sehr motiviert. Ansonsten geht es dem Espresso auch gut. Der hat die letzten 2 Jahre ja, wie ihr euch das vielleicht denken könnt, ein etwas entspannteres Leben gehabt. Ich meine, man muss ja auch nicht jedes Wochenende irgendwie aufs Turnier fahren und ich bin ja trotzdem geritten und ausgeritten und ab und zu gesprungen und habe ihn beschäftigt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er die letzten 2 Jahre gar nichts gemacht hat und nur auf der Koppel gechillt hat, sondern wir haben ja trotzdem trainiert. Und noch eine kleine Info für euch, weil es jetzt gerade zeitlich irgendwie reinpasst, jetzt wo ich das Video drehe. Ich werde am Freitag, Samstag und Sonntag auf der Equitana Open Air in Neuss sein. Das einfach als Info für euch, weil viele immer fragen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wieder einige von euch zu treffen. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem kleinen Update-Video, was die letzten 2 Jahre so passiert ist, warum so wenig Videos kamen und als Info einfach mal an euch, für euch. Ich hoffe, dass euch dieses kleine kurze Info-Video gefallen hat und dass ihr euch auch wieder auf mehr Videos freut. Und ja, das war's mit dem Video und bis zum nächsten Video, das mit Sicherheit dann ganz schnell schon wieder kommt. Tschüss!